Hallo Leute, es freut uns, dass ihr wieder zuseht. Heute mal wieder ein Lego Ninjago Heft, Rätselheft. Rückkehr der Schlangenkrieger. Als Beilage gibt es eine Figur, und zwar Schlangenkrieger mit Drohne. Ja, dann wollen wir mal schauen, ne? Wenn wir das Ding erstmal lösen, damit Clemmy da drüben was zu tun hat. Sonst kommt das sich so flüssig vor. So überflüssig. Ja, ich bin schon ganz lethargisch vor lauter Nichtklemmen. Komm raus, komm. Sprich wahr. Na. Ganz ruhig, ganz ruhig. Und dann mit dem Ruck. So, da haben wir die Figur. Und hier das Heft. So, das Heft ist aus dem Jahr 2022 und kostete damals 7,99 Euro. Wir haben es als Restposten bzw. Mängelexemplar gekauft. Da war das nicht so teuer. Hier ist der Zusammenbau. Den wird wahrscheinlich nachher Clemmy haben wollen. Ja, wird er. Ich baue erstmal die Figur zusammen, dann sehen wir weiter. Wie gesagt, es ist ein Rätselheft. Wunderschöne Zeichnungen. Noch ein kleiner Comic drin. Cool. Auch hier die Rätsel sehr vielschichtig. Nicht immer das gleiche. Auch wieder ein kleiner Comic von einer Seite. Vergleichsbild. Gärten und so, herrlich, gefällt mir. Also mit die Ninjago-Figuren, die sehen alle so richtig geil aus, auch mit der Bedruckung und so. Ich find's toll. Hier dann auch wieder die Auflösungen. Hier ebenfalls. Und die, boah, die Rückseite. Das sieht ja mal heftig aus hier, der Drache mit der Figur. Wow. Cool. Na, hast du hingekriegt? Noch nicht. Verbaut. Nee, nicht richtig reingekriegt. Achso. Verkantet. Verkantet? Ist das jetzt das neue Verbaut? Guck mal, da muss das passen eigentlich. Hinten das, das. Ja, 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 passt. Ja, ist doch gut, wenn es passt. So. Also für die Vielseitigkeit von der Figur und dem und der Drohne und so, ich würde sagen, ja, als Mängelexemplar eine 100%ige Kaufempfehlung. 7,99 Euro als Normalpreis. So. Hier haben wir die Drohne. Die thront. Sieht gut aus. Passt. Gut gemacht. Ist okay. Motorteil vorne dran. Finde ich für eine Drohne sehr kreativ. Und jetzt zur Minifigur. Das ist der Hammer. Ich mag diese Schlangendinger. Weil die sind so vielseitig, die kann man nicht nur hier mit der Thronfeldsteuerung, kann man nicht nur bei Ninjago einsetzen. Wenn ihr irgendeine Space-Welt machen wollt, das sind die perfekten Außerirdischen. Aliens. Ja,
Die perfekten Aliens. Die Köpfe, das ist der... Genial. Und im Prinzip preislich auch recht günstig zu bekommen, weil die ja viel und in verschiedenen Varianten dabei waren bei den ganzen Sets aus der Reihe. Tolle Figur. Wie gesagt, als Mängelexemplar oder Restposten 100%ige Kaufempfehlung. Ja. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr davon haltet, von diesen alten Ninjago-Figuren. Sind ja 2 Jahre alt erst. Ja. Ja gut, die waren vorher in Sets drin, bevor sie die Hefte gemacht haben. Auf jeden Fall. Aber es ist allein das Kopfteil ist schon heftig. Ja. Wie gesagt, schreibt uns in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ja, dann würde ich doch mal sagen, das war's für heute. Jawohl. Und wir verabschieden uns mit, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Tschüss.